Ja, unser Schwing ist überkommt schon. Er fordert gerade eine Notabschaltung. Das ist ja nicht so cool. So, ja, die Zuverlässigkeit von fliegenden Untertassen ist stark beeinträchtigt. Ja, weiterbauen. Eigentlich schon. Würde schon eigentlich ganz gerne weiterbauen. Das Problem ist halt, ich kriege so langsam hier aber sicher Platzmangel. Ich könnte auch unter der Erde bauen. Wäre auch mal was. Dann müsste ich aber... Ich guck mal das Ganze mal an. So. Und zwar muss ich jetzt Folgendes machen. Und zwar gibt es hier irgendwo genau hier. Das war die Entstehung. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau war. Nein, ich glaube nicht, dass das so schlau war. Na gut, dann reißen wir das Ding wieder ab. Dann müsste ich erst einmal den Boden komplett nach unten durchreißen und das Ding dann reinsetzen und den Boden wieder nach oben ziehen und... Naja gut, dann haben wir jetzt einen kleinen Weg nach unten. So, und wir haben Geld ohne Ende. Meine Güte. Jetzt läuft das auch richtig, jetzt läuft der Park mal richtig schön. Das Ding sieht ganz cool aus, aber ist halt riesengroß. Aber... Wir bauen es einfach. Immer einfach bauen, immer drauf losbauen. Warum nicht? So, und dann hier dasselbe mit dem Eingang. Ah, Quack. So, und da öffnen wir das Ganze mal. Da werden wir auch gleich mal mitfahren. Ich finde das Ding nämlich echt cool. So, lassen wir die noch mal ausschwingen und dann werden wir uns da mal mit reinsetzen. So, und plüpp und plüpp und plüpp. Oh, drei Leute passen hier rein. Nun gut. Warten wir noch mal kurz, da müssten aber eigentlich schon gleich genug Leute kommen. Da unser Parker jetzt so unglaublich gut läuft, ja, da geht's auch schon los. Und da werden wir auch nach hinten abgefeuert. Also das muss ja wirklich mehr als ein geiles Gefühl sein, wirklich so hin und her geschleudert zu werden. Und dann auch noch so weit nach oben. Oh yeah.
Hat auch was. Das hat auf jeden Fall was. Nur die Fahrt dauert etwas lange. Aber nun ja. Werden wir mal wieder ein bisschen Darlehen zurückzahlen. Plop, plop, plop. Ja, und dann würde ich jetzt auch schon mal eigentlich so vorprophezeien, dass es das schon war, weil ich denke mal den nächsten Verkehrswert, den wir dann haben, werden wir dann schon erfüllt haben. Also es könnte gut möglich sein, dass es jetzt hier in diesem Part dann schon das Ende von diesem Park eingeläutet wird. Aber wie dem auch sei, naja, dann ist es halt so. Aber ich möchte mich ja auch nicht Ewigkeiten in jedem Park aufhalten, weil es kommen noch genug, die zum Spielen da sind und muss auch mal ein bisschen vorangehen. So, jetzt zahlen wir noch das letzte bisschen Darlehen zurück. Wir haben eine große Geldmenge bekommen, die brauchen wir aber nicht. Weil unseren Verkehrswert haben wir schon. So, und da ist unser Klimbaschen. Wo ist er denn? Nein, Zeit langsamer, dass wir uns den angucken können. Da ist er, der Blender. Mit Auszeichnungen gekrönt läuft er durch die Stadt. Eigentlich könnte er ruhig ein bisschen ein breiteres Lächeln drauf haben, dass er denn unser Park ist so scheiße für ihn, dass er... Ja. Ja, er gibt irgendwelchen unsichtbaren Personen die Hand und die Leute geben auch irgendwie unsichtbar die Hand zurück. Ja, die Augenkrebslampe. Bitte nicht zu lange reingucken. Hat den selben Effekt, als wenn man die Mikrowelle guckt. Geht zum Schwimmen des Rebekopf. Ja, also, wartet, warum wartet ihr denn? Ja, was hatten wir denn hier? Sehr komisch. Gravitron 1 ist immer noch kaputt. Bitte stellen Sie doch mehr Leute ein. Werden wir irgendwann, ganz bestimmt. So, was ist denn hier mit unserem schwingenden Kopfschiff los? Ich werde mal noch ein paar Mechaniker anstellen. Hoppa, das ist ein Boden dabei. So, lieber Clint Washington, wo bist du? Nein, komm, dann gehst du halt hier, komm, dann gehst du halt mal hier rein und dann wird das hier gelöscht. Nein, so, der wird gelöscht, dann gehst du halt hier rein. Dann sagen wir dir halt, wo du rein sollst.
Wo ist er da denn gerade drin, oder? Scheint hier wohl gerade ein bisschen rumzupacken. Mit dem überschwingenden Schiff. Naja, dann hoffen wir mal, dass Team was trotzdem soweit zufrieden war. Wenn er jetzt nicht die Attraktion fahren konnte. Jawohl. Und wir sind wieder mal ein echter Tycoon. Neues Warndesign ist verfügbar. Gut, dann verabschiede ich mich mal von euch. Ich hoffe, es ist im Moment nicht allzu langweilig. Wenn ja, meckert rum. Nur ich weiß halt im Moment hier in dem Spiel einfach keine... Mir fallen nicht so viele dumme Kommentare ein. Hier gibt es nicht so viel, worüber man so mal richtig fein herziehen könnte. Also es gibt mit Sicherheit irgendwie lustige Effects, 100%. Aber wir werden uns dann mit großer Wahrscheinlichkeit im nächsten Part wiedersehen. Bis dahin.